Hallo und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, die sich an die Heimkino-Freunde unter euch richtet. Ich möchte gleich nach dem Intro den neuen JM Go N1 Ultra vorstellen. Das hier ist ein 4K Triple Color Laser Beamer von einem neuen Hersteller, der aus meiner Sicht hier bei dem Produkt sehr vieles richtig macht. Weiteres nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde mal sagen, lasst uns den Anfang mit dem kurzen Unboxing machen, welches ich vor meiner Testphase aufgenommen habe, um euch zum einen zu zeigen, was ist alles in der Verpackung mit enthalten und wie ist der erste Eindruck, was Design und Verarbeitung angeht. Und dann lässt sich der Tragekoffer hier auf der Oberseite entriegeln und auch wieder verriegeln. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Lasst uns das Ganze mal öffnen. Einmal das Produkt selbst sowie weiteres Zubehör hier oben platziert. Das hier ist die Fernbedienung. Das hier ein Aluminium, gefällt mir schon mal. So, komm mal raus. Gar nicht mal so leicht. Der Ultra. Kein intern verbautes Netzteil, sondern ein externes. Ganz klar, ein internes Netzteil ist immer die platzsparendere Lösung. Aber gut, den Block kriegt man auch noch irgendwo untergebracht. Mal schnell die Fernbedienung von der Verpackung befreit. Kompakt gehalten, nicht allzu groß. Als Material wurde hier auf ein Plastik gesetzt. Finde ich schade, ein Aluminium wäre an dieser Stelle aus meiner Sicht der hochwertigere Nutzereindruck. Zum Glück geht es dann bei der Materialwahl des N1 Ultra deutlich hochwertiger zu. Ich habe es ja eben schon gezeigt, dass hier ein Aluminium, noch schön kalt. Und Freunde, was mir auf Anhieb gefällt, das ist dieser massive Standfuß hier. Es gibt so viele Projektoren da draußen. 4K kosten teilweise über 2000 Euro und dann gibt es keinen vernünftigen Standfuß am Gerät selbst. Finde ich gut, dass der Hersteller das hier berücksichtigt hat. Somit lässt sich die Höhe des projizierten Bildes einstellen. Und das ist aber noch nicht alles. Hier auf der Unterseite lässt sich das komplette Gerät nochmal drehen. Echt stark gelöst mit einem Gummifuß für einen kräftigen Halt. Ich zeige es euch mal schnell. Also das Teil steht hier wie angenagelt, der ganze Unboxing-Tisch wackelt. So muss das aus meiner Sicht sein. Bevor ich gleich die Front zeige, mal schnell auf die Rückseite geschaut, denn da befinden sich die Anschlüsse. Eine USB-A-Schnittstelle, eine HDMI-Schnittstelle sowie eine HDMI-eARC-Schnittstelle. Im Gerät sind zwar zwei 10 Watt Lautsprecher verbaut. Diese werden auch in den meisten Fällen für einen spontanen Kinoabend ausreichend sein. Für eine Person, die das volle Kinoerlebnis haben möchte, nicht ausreichend. Neben der Videoqualität spielt die Audioqualität eine genauso, vielleicht für den einen oder anderen sogar noch eine wichtigere Rolle. Deswegen gut, dass es hier eine HDMI-eARC-Schnittstelle gibt. Hier könnte man dann ein komplettes Soundsystem drüber anschließen. Rechts dann noch die Klinke für Kopfhörer oder simplere Soundsysteme, die man darüber natürlich auch ansteuern könnte. Und jetzt fragt man sich so, wo wird das Netzteil angeschlossen? Wurde hier ganz clever in dem metallischen Standfuß versteckt. Freunde, ich will mich jetzt zwar nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber vom ersten Eindruck seit langem mal wieder ein Projektor, bei dem die Verarbeitung top ist und das Design wirklich durchdacht ist. Schaut mal, man kann den Projektor sogar um 90 Grad nach oben neigen, wenn man sich die eine oder andere Serie, Film im Liegen reinziehen möchte. Egal welchen Winkel man hier einstellt, das Gerät bleibt fixiert und verstellt das Bild nicht. Genau so muss es sein, sogar jetzt, wenn man um die 45 Grad eingestellt hat. Das hier dann die Front. Ich entferne mal hier die Schutzfolie. Oh ja, das war doch mal ein Sound. Das hier dann die Linsen- und LED-Einheit, die für das Videobild auf der Leinwand zuständig ist. Ich würde mal sagen, es geht jetzt im Review-Stil weiter. Ich stelle euch das System und die Leistung im Detail vor, nachdem ich das Ganze natürlich auch in der Praxis ausprobiert hatte. Und übrigens der eben im Unboxing gezeigte Standfuß, der sich neigen und auch um 360 Grad drehen lässt, lässt sich innerhalb von wenigen Handgriffen durch eine optionale JM Go Halterung, die verlängert ist, austauschen, um den N1 Ultra zum Beispiel an der Wand oder
oder auch am Boden in weiterer Entfernung zur Decke oder zum Boden anzubringen. Aber kommen wir zunächst mal zum wichtigsten Punkt. Das ist die Videoqualität, die der JM Go N1 Ultra erzeugt und an eine Leinwand wirft. Und hier merkt man, der Hersteller meint es ernst. Es ist nicht mal wieder irgendeine Produktkopie von einem Produkt, welches es schon auf dem Markt gibt, einfach Teile dazu gekauft, was zusammengeschustert. Dank der von JM Go eigens entwickelten Mark Laser Engine bietet der N1 Ultra, ohne übertreiben zu wollen, ein wirklich erstaunliches und ansprechendes Videobild mit sehr knalligen Farben und Details, die dank der 4K-Videoauflösung richtig gut zur Geltung kommen. Diese Lasereinheit hat JM Go selbst entwickelt. Der große Vorteil der eigens entwickelten Engine, auf die übrigens JM Go 9 Patente hat, im Vergleich zu anderen Laserbeamern in der gleichen Preiskategorie: Farben werden um 15% effektiver produziert und dargestellt, was man als Nutzer dann bei seinem Kinoerlebnis mit den Augen auch wahrnimmt. Des Weiteren stellt die Triple Color Lasereinheit 1,7 Milliarden Farben mit 10-Bit Farbtiefe dar und deckt 110% des BT-2020 Standards ab, was 200% Abdeckung des REC 709 Standards entspricht. Und das bei einer Helligkeit von bis zu 2200 CVA Lumen. Gerade bei Videomaterial, wo es viele helle Bereiche gibt, kommt das natürlich gut zur Geltung. Natürlich das beste Videoergebnis, egal wie hell ein Beamer ist, erzielt man in komplett abgedunkelten Räumen. Da kommt auch das Kinofeeling viel besser zur Geltung. Aber wenn es dann in einem Raum, wie man es hier auf der Aufnahme ganz gut sehen kann, nicht ganz dunkel ist, so ein Mittelding, nimmt man nichtsdestotrotz noch ein schönes, helles Videobild wahr. Helle Bereiche das eine, dunkle Bereiche das andere. Das Kontrastverhältnis des N1 Ultra liegt bei 1600:1. HDR10 ebenfalls verfügbar. Und an dieser Kombination konnte ich während meiner Testphase gerade in dunkleren Bereichen, die auf dem Videobild dargestellt worden sind, noch ausreichend Details erkennen. Bei anderen Laserprojektoren, bei denen das Kontrastverhältnis niedriger angesetzt ist und die Lasereinheit auch nicht so lichtstark ist, saufen diese dunklen Elemente meistens ab, was ich hier bei diesem Gerät nicht feststellen konnte. Freunde, es ist nicht einfach, hier auf YouTube ein projiziertes Videobild darzustellen. Zum einen, weil YouTube seine Kompression nochmal über die Aufnahme drüber haut, und zum anderen seht ihr ja das Bild nicht mit den eigenen Augen, sondern durch eine Kamera betrachtet, die ich verwendet habe, um das projizierte Bild abzufilmen. Da kann es natürlich hin und wieder mal zu einem Fokuspumpen kommen, shutterbedingt zu Streifen, die durch das Bild laufen können, und gerade bei Laserbeamern zu irgendwelchen RGB-Artefakten, die man so mit seinem bloßen Auge, wenn man das projizierte Bild live sehen würde, nie wahrnehmen würde. All diese genannten Punkte habe ich natürlich mit meinem bloßen Auge nicht wahrgenommen. Dank 3D TOF und CMOS-Sensoren wird natürlich das Videobild vom N1 Ultra automatisch eingestellt. Der Fokus, die Trapezkorrekturen, das erledigt das Gerät selbst. Gerade auch wegen des neigbaren und drehbaren Standfußes wichtig. Hat man was verstellt, boom, das Gerät stellt zuverlässig das Videobild wieder ein. Ich habe mal den Projektor hier ganz spontan vor mir auf dem Boden aufgebaut, um euch zu zeigen, wie die automatische Trapezkorrektur und das automatische Fokuseinstellen reagiert. Ich kann mich nur wiederholen, die Beweglichkeit des Standfußes ist ein Riesenvorteil, ganz gleich, wo man das Gerät vielleicht auch mal spontan aufgestellt hat. Das Bild lässt sich ideal einstellen. Zum Beispiel nach links und rechts. Ihr seht, das Bild wurde direkt vom Gerät angepasst. Ich kann auch das Bild weiter nach oben werfen. Es wird angepasst. Nach unten wird angepasst. Und das wirklich flott. Also hier braucht das System nicht lange und stellt das Bild sehr akkurat ein. Es gibt Geräte da draußen, die brauchen zum einen länger zum Berechnen des neuen Bildes und zum anderen ist das projizierte Ergebnis nicht immer so akkurat wie hier. Also hier wirklich in der Horizontale, in der Vertikalen sehr gerade angelegt. Sieht man auch ganz gut hier an der Ecke, ne? Wie akkurat das Ganze ist. Wenn ich hier so rüber gehe, boom, das ist ja schon bündig und genau so muss das aus meiner Sicht funktionieren. Und wie bereits erwähnt, gerade bei solch einem Standfuß, bei dem man so ziemlich jeden Winkel einstellen kann, das Gerät um 360 Grad drehen kann, ist es sehr wichtig, dass das Videobild flott und zuverlässig eingestellt wird. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo das Gerät eingeschaltet ist, wird der Projektor vom Standfuß noch stärker gehalten. Das Ganze funktioniert so gesehen wie ein Kameragimbal. Lass das Bild mal um 90 Grad nach oben werfen. Interessant für den ein oder anderen Kinoabend, auf dem Rücken liegend, im Bett zum Beispiel.
Und auch hier, ich zeige es nochmal schnell, wird das Bild sehr zuverlässig eingestellt. Der Fokus ist sofort da und genau so muss das sein. Die vom Hersteller empfohlene Zollgröße, die dann letzten Endes auf der Leinwand zu sehen ist, liegt zwischen 100 bis 150 Zoll. Also in diesem Bereich bekommt man das ideale Bild. Natürlich, je weniger Zoll, je näher das Gerät an der Leinwand ist, umso knackiger und lichtstärker sieht das Videobild aus. Nur als Info, alle Aufnahmen, die ihr jetzt hier in diesem Video gesehen habt, habe ich in 100 Zoll an die Leinwand geworfen. Ein Punkt, den man nicht unbeachtet lassen sollte, das ist die Arbeitslautstärke des Projektors selbst. Man möchte ja beim Filmschauen nicht gestört werden. Diese liegt bei angenehmen 26 Dezibel, was sich in etwa so anhört, wenn man genau vor dem Projektor steht. Die bereits beim Unboxing gezeigten zwei 10 Watt Speaker, die zusammen mit Dyn Audio entwickelt worden sind, haben eine Dolby Audio und DTS Zertifizierung, was sich abgefilmt in etwa so anhört. In diesen Aufnahmen heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ich erwarte gleich wieder die Enterprise Edition. Das ist das Format, in dem ich Drohnen vorstelle, die tagtäglich draußen unterwegs sind und Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel bei Behörden, Feuerwehr, Rettungskräfte allgemein oder irgendwelchen Kontrollflügen. Also keine klassischen Hobby- oder Kameradrohnen in diesem Sinne mehr. Also ich bleibe dabei für gelegentliches Zocken, die ein oder andere Serie zwischendurch. Vielleicht auch, wenn man das Gerät mal mitgenommen hat, reicht die Lautstärke und die Klangqualität vollkommen aus. Wer mehr möchte, muss dann was Externes anschließen. Der N1 Ultra wird dank Wi-Fi 6 ans Internet verbunden und nutzt somit alle Vorzüge des installierten Android TV 11 Betriebssystems aus. Man hat Zugriff auf sehr viele Apps, ganz gleich ob YouTube, Netflix, Disney Plus und all die Spielereien, die es da im App Store gibt. Aus meiner Sicht Android TV für solch einen smarten Projektor die erste Wahl, weil man einfach Zugriff auf diese vielen Apps hat. Das System hat einen Arbeitsspeicher von 2 GB und einen Speicher, um Inhalte zu speichern, von 32 GB. Von beidem könnte es aus meiner Sicht mehr sein, aber ich würde an dieser Stelle nicht sagen, dass die Nutzeroberfläche unflüssig läuft oder das Suchen von Inhalten irgendwie ruckelt. Der N1 Go reagiert sofort auf die Eingabe der Fernbedienung. Man drückt auf einen Buchstaben, boom, dieser wird direkt am Projektor umgesetzt. Das passt schon, zumal das Gerät einen separaten Chip verbaut hat, der für die Grafik zuständig ist. Zusammengefasst, seit langem, zumindest von den Geräten, die ich testen durfte, ein neuer 4K Laserbeamer, der frischen Wind in diese Beamerwelt bringt. Sei es von der Verarbeitungsqualität, dem durchdachten Design und natürlich auch von der Videoqualität, die letzten Endes auf der Leinwand dargestellt wird. Gute Schwarzwerte, bei denen die Teils nicht absaufen. Ein helles Bild, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und die Anbindung zu Android TV 11 rundet das Ganze nochmal ab, weil man Zugriff auf viele Apps hat. Sowie die Möglichkeit, Geräte direkt über HDMI anzuschließen. Ganz gleich ob PC, Spielkonsole oder anderes Medium. Wie so immer hat Qualität seinen Preis. Der JM Go N1 Ultra kostet derzeit 2.199 Euro. Einen Link zum N1 Ultra findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und sollte es irgendwelche Rabattcodes oder Aktionen geben, werde ich diese ebenfalls unten in der Videobeschreibung mit erwähnen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Also bis dann, ciao!